Okay, es geht aber noch weiter. Das ist noch nicht zu Ende hier. I'd like to get to know you better. Okay. Jetzt hier hochgehe, bin ich falsch, oder? Nee, genau richtig. Ha. Oh, passiert irgendwas? Du bist eine Lebensretterin. Ohne dich hätte ich die letzte Lieferung nicht austragen können, Cherie. Ist schon gut, dass ich das zumindest, dass ich die tun konnte. Du hast uns schließlich immer zuverlässig unsere Post gebracht. Also bin ich froh, dass ich dir aushelfen kann. Danke, das weiß ich zu schätzen. Alles klar, ich muss dann los. Oh, hi Käffchen. Du bist wirklich gekommen. Wie hat er sich bei dir bedankt? Oh, das ist Nemeas Lieferjunge. Er hatte Schwierigkeiten bei der Zustellung eines Pakets. Es war an eine Lin adressiert, aber in Nemea gibt es niemanden mit diesem Namen. Das ist dein Name. Ich schätze, es ist für mich, aber das konnte er nicht wissen. Wollen wir reingehen? Okay, haben jetzt ihre Eltern ein Paket geschickt? Wenn ja, dann ging das sehr schnell. Du musst ja keine Sorgen um meine Eltern machen. Sie sind noch auf der Arbeit. Puh, also, was sollen wir mit dem Paket machen? Schau mal, was dran ist. Na gut. Sehen wir einfach nach, was es ist. Das ist ein Brief und eine Haarspange. Die habe ich getragen, als ich den Unfall in meiner Heimatstadt hatte. Ich dachte, ich hätte sie an dem Tag verloren, genau wie mein Gedächtnis. Aber sie haben sie die ganze Zeit über aufbewahrt. Sie ist von deinen Eltern auch schon, oder? Genau. Ich habe diese Haarspangen geliebt. Es ist schön, sie wieder zu haben. Hast du den Brief gelesen? Ich habe den Brief noch nicht gelesen. Irgendwie habe ich Angst davor. Wenn ich ihn lese, bereue ich meine Entscheidung am Ende noch. Und vielleicht möchte ich dann lieber zu meinen leiblichen Eltern ziehen. Lesen wir zusammen. Käffchen, ich wusste, dass du etwas sagen würdest. Also gut, ich lese ihn. Ich öffne ihn, okay? An unsere geliebte Lin. Zuerst möchten wir dir sagen, wie unendlich glücklich wir darüber sind, dass du am Leben bist. Dein Brief hat uns wirklich alles bedeutet. Du hast vermutlich deine Gründe, nicht persönlich vorbeizukommen und stattdessen einen Brief zu schreiben. Wir können nur hoffen, dass du ein neues Zuhause und eine neue liebevolle Familie gefunden hast. Und du sollst wissen, dass wir dich nicht zu einem Treffen zwingen werden. Unser Wunsch ist, dass du mit deiner neuen Familie glücklich bist und du dich in deiner neuen Heimat wohlfühlst. Aber wenn du eines Tages deine Meinung ändern und uns treffen wollen solltest, dann wirst du immer bei uns willkommen sein. Du wirst hier immer ein Zuhause haben. Wir werden auf dich warten und wir und deine kleine Schwester Lugli werden dich immer mit offenen Armen empfangen. Damit endet der Brief. Sie müssen ganz wundervolle Eltern sein. Ja, aber ich habe sie nicht verdient. Ach, Käffchen. Was soll ich tun? Ich wollte sie nur wissen lassen, dass es mir gut geht und es dabei belassen. Ich dachte, das Wissen, dass wir unter der gleichen Sonne leben und ich sie nicht treffen will, würde ihnen genügen. Aber ich...
Hör auf dein Herz. Ich will sie alle sehen, meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester. Ich will sie alle ganz fest umarmen und mich dann Tag und Nacht mit ihnen unterhalten. Dann bringen wir dich dorthin. Hä? Ich dachte, ihr wärt noch bei der Arbeit. Es tut uns leid, Chiri. Wir wollten dir von deinem Gedächtnisverlust erzählen. Aber wir hatten nicht erwartet, dass du dich so schnell wieder an deine leiblichen Eltern erinnerst. Es tut mir leid, es ist meine Schuld, dass ich einfach alleine losgezogen bin und nach ihnen gesucht habe. Wir sind diejenigen, die sich entschuldigen müssen. Es tut uns leid, dass wir es nicht früher bemerkt haben. Nein, das ist es nicht. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen, weil ich doch schon Eltern habe. Und ich trotzdem meine anderen Eltern in Chatola treffen will. Es ist in Ordnung, Chiri. Selbst wenn deine Erinnerung zurückkehrt und wir nicht deine leiblichen Eltern sind, wirst du für immer unsere Tochter sein. Dann wird sich nichts ändern. Und falls du befürchtest, unsere Gefühle zu verletzen, weil du deine leiblichen Eltern in Chatola treffen willst, mach dir deshalb keine Sorgen. Ja, das ist in Ordnung. Eigentlich ist es doch ganz schön, dass du jetzt 4 Elternteile hast und nicht nur 2. Mama, Papa, gehen wir nach Chatola. Ich schätze, es ist ein bisschen zu spät, dir zu sagen, dass wir jetzt zu Hause sind, was? Mama, Papa, ich will nach Chatola. Ach Gott, ist das süß, ey. Tut mir leid, ich wollte dich eigentlich einladen, um dir zu danken, aber du hast mir jetzt schon wieder geholfen. Mama und Papa sind ganz aus dem Häuschen. Sie sind damit beschäftigt, unsere Reise nach Chatola zu planen. Ich hoffe, das Treffen mit meinen Eltern wird nicht zu peinlich und dass ich mich mit meiner Schwester verstehe. Sie wollte immer eine große Schwester. Wirklich? Na dann muss ich zu ihr und die besten große Schwester überhaupt sein. Übrigens habe ich mich gefragt, wie konnten meine leiblichen Eltern mir diesen Brief zustellen? Du hast ihnen nicht erzählt, dass ich in der Mia bin, also. Oh, was ist das? Das war im Brief. Ah! Sieh mal. Dieses kleine Ding hat seinen Weg in den Brief gefunden. Ich habe das Gefühl, es wusste, was es da tut. Die Kirschblüte. Die Knefe der Kirschblüte. Was für eine schöne Geschichte, wirklich. Absolut schön. Und genau deswegen liebe ich dieses Spiel so. Ach, wirklich echt toll. Gut. Dann. Tja. Bleibt jetzt halt irgendwie nur noch die Chronomalie übrig, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ich jetzt halt nur noch die Karotten quasi habe, die ich jetzt noch einpflanzen muss, habe ich jetzt sonst nichts weiter mehr zu tun, außer die Chronomalie. Aber naja, um 2 Uhr, bis ich damit fertig bin. Oh nein, Mist, das war jetzt doof. So. Moment. Jetzt muss ich wieder Ordnung machen. Bewegen. Ab nach da. Zack. Gut. Und das hier auch nach unten. Gut. Gut, dann mal hier wieder ein paar Karotten pflanzen. So, gießen muss ich ja auch noch.
habe ich ja auch wieder vergessen hier. Gut, ist halt ein bisschen schade, dass man dann jetzt halt da nicht mitkriegt. Oder na gut, vielleicht kommt es ja noch. Da will ich jetzt noch nicht zu viel sagen, aber vielleicht kommt es ja halt noch. Das weiß ich ja nicht, ob dann vielleicht jetzt irgendwann bald ein Brief nach Hause kommt, wo dann drin steht, ja, hier. Möchtest du nicht mitkommen oder so? Ja. Bin ich mal gespannt, ob es da dann jetzt auch weitergeht in der Geschichte. Oder ob es das dann jetzt wirklich war. Na, passen die hier hin? Ich glaube, na. Nee, Mist. Okay, doof. Na geil. Komm dann auch nach da vorne. So. Und so. Gut. So, müssen wir hier wieder alles schön gießen und nichts vergessen. Ja, was mache ich denn jetzt noch mit dem angebrochenen Tag? Das ist jetzt, gut, ich könnte jetzt noch ein paar Sachen herstellen. Halt gerade so Rückhörglocken und so. Das könnte ich jetzt eigentlich noch machen. Das wäre dann jetzt nicht schlimm. Ja, manchmal 5 Stück. So, dann Reparaturset habe ich gesehen, habe ich auch nur noch eins. So. Bombe. Da mach ich mal 2. Gut. Gut, dann mach ich ja Mehl. Tja, das könnte ich eigentlich auch mal herstellen hier. 2 Stück. Wir brauchen ja noch. Achso, habe ich eh gebraucht. Okay, gut. Ja. Okay, dann haben wir es jetzt wieder ziemlich spät. Ja. Aber ich möchte noch ganz schnell jetzt dieses Fass aufstellen. Da ist es. Ja, ich stelle es mal nach hier. So. Wie ist denn das? Muss ich da jetzt auch 10 Stück reinmachen? Was habe ich denn hier? Da, Zitronen. So. Wie viel kann ich da? 9 Stück. Okay, ich bin mal gespannt, was dann da bei 9 Zitronen rauskommt. Und ob das dann morgen auch fertig ist. Das ist dann jetzt noch die nächste Frage. So, schmeiße ich das Zeug da mal rein. Hier rein. Ach nee. Oh, jetzt habe ich aber was falsch gemacht. Die Zitronen mache ich doch zur Marmelade und nicht zu Saft. Ich hätte Hopfen. Oh. Ach nee. Das war jetzt doof von mir. Jo, das war jetzt sehr doof von mir. Na gut, kann ich jetzt erstmal nichts dran ändern? Habe ich jetzt richtig
Hat Dovid gemacht, denke ich. Okay, gut, wir haben hier ordentlich Kohle bekommen, definitiv. Sommerbrise, Tag 28. Noch 3 Tage bis zum Silentium. Du nimmst etwas im Dachgeschoss wahr. Okay, ich habe einen Brief von Kreese auch mal wieder bekommen. Ich weiß zwar nicht genau, warum ich jetzt eine Trophäe mit 4 Feen habe, aber okay. Also. See you later. Und ich habe eine Menge Briefe bekommen, habe ich gerade gesehen. Ja, das Ding ist da hinten auch fertig. Was bekomme ich da jetzt raus? Aha. 9-mal Zitronensaft. Ja, ist natürlich doof, dass ich, naja, gut. Aber damit kann ich ja dann jetzt ordentlich Bier auf einmal herstellen. Ich würde mal sagen, habe ich das jetzt zerstört oder ist das jetzt in meinem Inventar? Nee, ich habe es nicht zerstört, okay. Aber hier mache ich auch ein neues hin. So. Geräuchertes Ei. Okay, krass. Hier kriege ich 4-mal Gemüsemarmelade raus. Aus 10. Aus 10 Pflanzen. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Ja. So, der wird wieder verkauft. Der kommt hier erstmal rein. Ja. Dann kann ich jetzt ordentlich Hopfen auf einmal loswerden. Ja, mit den Zitronen ist natürlich jetzt richtig doof, ne? So. Moment. Oh nein! Ach, jetzt habe ich hier schon wieder vergessen zu bessern. Ach Mann. So, ja, hiervon bräuchte ich halt 10 Stück. So. Na gut, im Endeffekt kriege ich halt hier dann eine Marmelade mehr raus, ne? So. Ach ja. Schade eigentlich um die Zitronen. Gut, ja, aber das Problem ist halt, das lohnt sich halt nicht wirklich. Naja, warte mal, Salat. Naja, beim Salat wird sich das halt lohnen, ne? Mit 10 Stück. So. Okay, so, die Smoker wollen auch weiter smoken. Dann mache ich jetzt mal die Eier hier wieder rein. Hier kriege ich dann quasi 10 Bier auf einmal, nehme ich mal an. Nee, Quatsch, nee. Auf jeden Fall mehr Bier. Ja, doch klar, 10. Doch, naja, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich da auch wirklich 10 Bier jetzt rauskriege. Hello, little crappies. Hello, little crappies.
bisschen merkwürdig hier. So, jetzt ist die Karoppe hier fertig. Da habe ich die hier vergessen. Na gut. Dann halt morgen. Okay. So. Das Zeug kommt da rein. Das, das, das. Und die hier werden verkauft. So. Und der Hopfensaft auch. Der Käse kommt hier rein. Schnell hier um die Tiere kümmern. Okay. Na, gut. Ach, mir soll es ja echt immer alles beachten. Also, ja klar, die Level 2 Dinger sind natürlich halt schon besser. Man kriegt halt wirklich mehr. Und halt auch, wie gesagt, beim Salat halt. Ich habe da 10 Salat reingemacht. So. Wenn ich die verkaufe, bringt mir einer 85. Also 10 Stück sind wir bei 850. Wenn ich daraus jetzt Gemüsemarmelade bekomme, die kann ich mit 245 verkaufen. Wenn ich die jetzt auch da 4 mal rauskriege, dann bin ich da definitiv im Plus. Also ich hoffe, dass ich die dann halt auch wirklich 4-mal rausbekomme. Das wäre ja dann schon cool. Ja. So, Milch. Zack. Oh, wieder einen goldenen Käse hier. So. Und Zucker kann ich ja auch nochmal herstellen. Ja. 2 Stück. Achso, hier vorne muss ich auch nochmal gießen. Hätte ich jetzt auch schon wieder vergessen. Aber ich denke mal, jetzt werde ich... erstmal nichts mehr anbauen. Das, was ich jetzt noch habe, habe ich und dann, ja... Dann geht es im Herbst erst wieder weiter. Was das angeht. Uferbiom. Oh, da sind Kokosnüsse. Sehr schön. Oh, eine goldene auch. Müsste ich auch noch beides einmal verkaufen. Damit ich weiß, wie teuer die Dinger sind. Wir haben so Farm. Verkaufskiste. Da. Einmal so. Zack. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf jeden Fall erstmal nach Argen und dann gucken wir mal, wie wir da zu der Dings hier, Chronomalie kommen. Ja, das machen wir.